Ja, weil mir jetzt Dennis Berg heute in Vertretung des Trainers, was war mit dem Herrn Neukirch los? Der Trainer, oder beziehungsweise der Frank Neukirch, hatte aufgrund von Familiensituationen, musste halt heute mal leider kurz passen. In Anbetracht dessen mussten wir heute uns ein bisschen selbst helfen. Aber nichtsdestotrotz denke ich, dass jetzt im Großen und Ganzen den Anfang gelegen hat, der Coach geführt hat. Nichtsdestotrotz gut eingestellt im Training und ich denke, das hat man auch gesehen. Ja, ihr wart eigentlich sehr dominant, hattet mehrere einigermaßen gute Einschussmöglichkeiten, habt den Spielern aus der Hand gegeben. Was war dann los in der zweiten Halbzeit? Die Ordnung ging verloren, auch die Kraft ein bisschen. Ja. Was war los? Also ich denke, wenn man heute unseren Kader betrachtet hat, wir fahren mit 12 Mann auf dem Derby, haben sehr, sehr viele verletzte Spieler. Natürlich auch in der Woche halt auch nur in einer komprimierten Formation trainieren können. Und ich denke, das hat man auch so ein bisschen gespürt. Gell? Also es war schwierig heute. Nichtsdestotrotz kann ich den Jungs keinen Vorwurf machen. Sie haben besser aus sich rausgeholt und den Willen, denke ich, kann ich der Mannschaft heute nicht absprechen und ja, ist halt so, verliert mal, man gewinnt man so ein Spiel und in Anbetracht dessen, denke ich, können wir damit leben. Wohin geht die Richtung jetzt für den SV Klausen? Ja, ich denke, die nächsten Wochen werden jetzt für uns kriegsentscheidend sein. Das geht jetzt, sage ich jetzt mal, direkt in die Duelle der direkt, ja, die Jungs, die mit unten drin stehen. Und in Anbetracht dessen sind halt für uns jetzt auch 6 Punkte Spiele und die werden für uns auch richtungsweisend sein und in Anbetracht dessen müssen wir jetzt auch punkten. Ja.